Ist jetzt auch schon mal aufgefallen, dass wenn es am Bärensee mit einer Aromatik sehr gut funktioniert, dass es dann durchaus auch hier an der alten Festung mit der gleichen Aromatik gut funktioniert? Und da geht die Rute schon runter. So soll das sein. Perfekt. Wir machen mal ein bisschen mehr Ton hier rein. So. Und dann gucken wir mal, was hier reingeht. Drei Routen, dreimal die gleiche Köderkombi, dreimal die gleiche Futtermische drin. Und jetzt erstmal testen, was denn hier so reingeht. Ich bin sehr gespannt. Erster Fisch sieht, glaube ich, nach einem Schuppenkarpfen aus. Ja, könnte gut sein. Sehr schön. Bin ich doch auch schon zufrieden damit. Und hat auch schon ein ganz vernünftiges Gewicht. Sieht zumindest so aus. Und da vorne bimmelt es weiter. So mog wie dat. So soll das sein. So. Jawohl, für den ersten Fisch gar nicht schlecht. Werfen wir also direkt wieder aus hier. So, zack, auf 17 Meter geklippt. Und hier der nächste Brocken. Bisschen rein hier und schön in den Blank rein. Wir wollen ja, dass die Kraft des Fischs auch schön durch die Rute gedämpft wird. Dass das nicht alles hier nur auf die Rolle und auf die Schnur geht. Der Fisch muss sich schön erstmal gegen die Rute anstemmen. Jawohl, guck mal, da hat er einen richtigen Gummieffekt und wird wieder zurückgezogen. Perfekt. Der nächste hier, Amur. Sehr schön. Und das hier mitten in der Nacht. Ja, was willst du machen, wenn du um die Uhrzeit hier ankommst? Dann muss man eben auch schon mal gucken, was so geht. Also, so. Und so, das Ganze jetzt hier hat einen gewissen Haken. Es wird ein bisschen gemein. Ich gehe allerdings davon aus, dass das auch ohne diese kleine Gemeinheit funktioniert. Denn ich verwende in der Futtermische eine Komponente, die es so im Game nicht mehr gibt. Genatzt. Wir gucken mal eben rein. Impro genannt. PVA. PVA in der Verwendung habe ich schon seit langer Zeit hier rumliegen. Und ja, gut gereift wie guter Wein. Gut abgelagert, das PVA-Säckchen. Und da drin sind altbekannte Komponenten, Hanfsamen, Mehl als Basis, lockt vielleicht noch hier gleich den schwarzen Amur als Trophy an. Dann haben wir hier natürlich drin süße Zitrone, Feed Pellets, Zitrusmische als Aroma. Tja, und dazwischen Pellets. Pellets gibt es im Game gar nicht mehr. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das, weil das schon so lange raus ist aus dem Game, das ist Pellets, dass die auch gar keine Wirkung mehr haben. Also, gehe ich einfach mal von aus, hat keine Wirkung mehr. Wenn das Ding doch noch eine Wirkung hat, dann ist es schön. Wenn du jetzt natürlich hier an der Stelle gleich überhaupt nichts mehr fängst, weißt du warum. Ist doch klar, oder? Keine Pellets, keine Fische. Das ist ja wohl klar, das wissen wir doch jetzt schon. Also, wenn man diese magische Komponente dieser Pellets nicht im Sortiment hat, dann, ja, gar keine Chance. Gar keine Chance, überhaupt irgendetwas noch zu fangen. Ich gucke gerade mal, da sind sie noch. Zusatz, Pellets. Die gab es einmal. Und ja, ich habe noch 80 Portionen davon. Die waren, wie gesagt, noch in der alten Futtermische drin. Ich habe gerade einfach nur geguckt, irgendwas mit Zitrus. Zuletzt hatte ich ja die Futtermische am Bernsteinsee auch zusammengebaut. Ich verlinke das Video noch. Wenn du das noch nicht gesehen hast, auf jeden Fall da auch noch mal reingucken. Bernsteinsee, Karpfenangeln, Zitrone. Siehste, zack, und wieder raus. Jetzt werfe ich mal ein bisschen weiter links hin. Und ja, da ist auch die Futtermische zusammengebaut, die man dann einfach in Bällchenform gepackt verwenden kann. Das heißt, ohne PVA einfach nur rauswerfen. Man wirft ja
ja, bis zu 20 Meter. In dem Fall dann hier, wir sind jetzt hier auf 17 Meter gerade geklippt. Wenn wir 20 Meter ungefähr weit auswerfen, gehen wir also 2-3 Schritte nach hinten und werfen dann aus. Man sieht das immer ganz gut, ob man den Spot trifft, wenn wir exakt hier an dieser Kante hier, diese Grünkante, die wollen wir hier treffen. Wenn wir da in die Area werfen, alles super. Alles super, dann funktioniert das. Eine andere Möglichkeit ist genau hier diese Area. Das heißt, wir landen hier vor diesem Stein, also zwischen dem Holz und dem Grün hier. Also genau hier in dieser Area, wenn wir da landen, das sind dann aber allerdings eher so 19 Meter. Das heißt, wir stellen uns hier hin und werfen dann da 19 Meter hin. Oder wir werfen hier, und das klappt zuletzt immer wieder auch ganz gut, 17 Meter an diese Kante von dem Geschlons hier oben. Genauso an diese Kante, genau. Ja, also da soll's hin. Und da, ja, fing es doch schon ganz gut an. In der kurzen Zeit, die ersten Fischis sind drin und es zuppelt weiter. Sehr schön. Also, ja, womit bin ich hier? Ich bin komplett auf Zitrone, ja, wie gesagt, hier, weil funktioniert am Bärensee auch gerade. Und dann teste ich das immer mal wieder auch hier an der alten Festung. Wir gucken uns das mal hier auf diesem Setup gerade an. Ich bin natürlich relativ groß hier unterwegs, denn ich hoffe auf richtig schön große Brocken. Wenn man so ein Setup natürlich nicht hat, kann man hier ganz entspannt, ich sag mal so mit Level 20 ungefähr, kann man hier sehr effektiv auch schon anfangen, die Karpfen und Amure rauszuziehen. Ja, vom Setup her, ich bin hier mit einem 18er Pop-Up Zitrone unterwegs. Und jetzt kommt etwas, das hätte ich in dem Bärensee-Video auch schon sagen können. Zweite Komponente, wenn man da auf große, saftige Karpfen geht, man sieht die saftige, frische Limette. Zitrone, Limette in Kombination ist auch schon eine alte Kombi vom Bernsteinsee. Klappt aber auch hier am Bärensee oder eben an der alten Festung. Zitronensäure natürlich hier als Dip und dann hier die Futtermische. Ja, in Bällchenform, wie gerade gesagt, oder eben als PVA. Wenn man das ja hier jetzt nicht hat, die beste Idee statt der Pellets, die beste Idee ist es natürlich, wenn man dann einfach nochmal einen Boilie schreddert. Und dann kommt dann ein geschredderter Boilie rein. Aufpassen natürlich, dass man da nicht überfüttert, da vielleicht ein bisschen weniger Futter in Gänze reinnehmen, weil eben so große Partikel eher dazu neigen, dass der Spot dann überfüttert wird. Also aufpassen, wenn man geschredderte Boilies verwendet oder sogar ganze Boilies, dann vielleicht sehr, ja, sehr auf die Menge achten, die man reinwirft. Dass man dann erstmal nur die 10 Futtermischen reinschmeißt, so für den Start. Und dann wirft man vielleicht so nach 5 Stunden nochmal 2-3 nach und dann nochmal. Und dann ein bisschen abwarten, ein bisschen Pause lassen. Man sieht ja auch immer die Wirkdauer von so einer Futtermische. Die ist immer unterschiedlich. So, da haben wir doch schon mal einen schönen Amur hier dran. Der hat auch gerade ein bisschen Bock. Ich lasse ihn aber auch gerade ein bisschen kämpfen, beziehungsweise auch ein bisschen Schnur. Ich könnte deutlich höher gehen. Ich bin jetzt hier gerade relativ entspannt. Und wenn er gerade wegziehen will, lasse ich ihn gerade ein bisschen wegziehen. Denn das sind dann diese Spitzen an Kraft, die er gerade aufwendet. Und die wollen wir jetzt ihm auch ein bisschen geben. Also ihm ein bisschen die Chance geben, nochmal abzuziehen. Und ja, wenn er dann eben die Kraftspitzen nicht mehr hat, dann ziehen wir ihn wieder locker rein. Aber so ein bisschen Kraft, da kann er sich noch verausgaben, bevor die ganze Kraft, die er dann da nochmal aufwendet, an den Haken geht und vielleicht an sein Maul. Und dann haben wir da den Ausschlitzer, das wollen wir nicht. Deswegen lassen wir ihn hier so ein bisschen Power einfach in die Bremse rein. Ja komm, na komm, na komm. Jetzt wendet er sich hier links und rechts und links und rechts. Und jetzt können wir auch langsamer. Oh, da geht er aber steil hin und her. Jetzt machen wir mal ein bisschen rechte Maustaste. Klick, 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 klick. So, fast 18 Kilo. Der kann sich doch schon sehen lassen. Das ist auch kohlemäßig richtig gut. Den nehmen wir doch gerne mit. Also, schöner weißer Amur und direkt wieder raus. Ich werfe noch, eieiei, was ist hier los? Ich werfe noch, ich habe jetzt das letzte Mal PVA aus. Jetzt reicht es mir so langsam mit der Futtermische.
Und die restlichen, die nehmen wir jetzt gleich ab. Hier haben wir ein bisschen was Kleineres. Das nehmen wir als erstes. Hakengrüßen übrigens. Ich habe hier links und rechts 1er. Und auf den anderen hier genau 1-0er. Man kann auch ruhig mal einen 2-0er nehmen, wenn man jetzt speziell auf die Amure aus ist. Mit ihrem großen Maul durchaus möglich. So. Komm ran. Und hier geht's direkt weiter. Hier ist ja der kleine Haken drauf. Dementsprechend kann man natürlich auch hier nochmal ein bisschen Variation mit der Boilie-Größe machen. Heißt also, wenn man hier wirklich mit einem sehr großen Haken dran ist, auch einfach doch mal sehr große Boilies verwenden. Und dann hat man vielleicht Glück, dass da auch mal wirklich hier die nächste Trophy rein jubelt. Also, so viel dazu. Es sieht gut aus. Es macht gerade schon wieder richtig Bock hier auf die Amure und auf die Karpfen. Auch hier an der alten Festung. Schön auf Zitrone. Petri ihr Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen. Das hilft mir. Kanal abonnieren hilft noch viel mehr. Und dann sehen wir uns im nächsten Video auf Twitch oder auf YouTube. Montags, Mittwochs und Freitags immer auf Twitch. Die restlichen Tage auf YouTube. Immer live, 19 Uhr. Petri.